Ich bin endlich wieder zurück und es werden natürlich jetzt wieder richtig viele Let's Plays kommen. Neue Reviews, neues Logo, neues Banner, eine komplett neue und redesignte Wochenvorschau. Es wird der absolute Wahnsinn werden. Kommt mit mir mit, denn die neue Reise für Nerd Alert Games geht jetzt los. Und natürlich nicht vergessen, es wird richtig, richtig epic. Was geht ab, Leute? Nerd Alert Games hier und willkommen zu einer neuen redesignten Wochenvorschau. Wie ihr sehen könnt, hinter mir Gameplay. Und hier haben wir komplett die neuesten Infos und wir werden natürlich heute über all die Neuerungen reden, die für diesen Kanal und für meinen Kanal, die ich mir so vorgenommen habe. Aber erstmal möchte ich mich bei euch bedanken, denn ihr seid wirklich immer noch hier. Ich weiß, ich war super inaktiv die letzte Zeit, aber es wird sich wieder komplett ändern. Wie gerade schon im Intro gesagt, ich werde verstärkt wieder Let's Plays machen. Aber auf die ganzen Features, alles was noch kommt, gehen wir gleich ein. Ich habe gesehen, 90.000 Abonnenten habe ich erreicht. Danke für euren gigantischen Support. Lasst uns das natürlich weiterhin oben halten. Also wenn ihr Bock auf jeden Fall habt, seid weiter dabei. Ich habe eine Menge Sachen geplant und darüber reden wir jetzt. Und zwar natürlich mehr Let's Plays. Ich weiß, die letzte Zeit war ein bisschen wenig. Wird sich komplett ändern. Es wird jetzt richtig, richtig wieder an Videos hageln. Wir haben die Reviews. Die Reviews werden wieder kommen. Ich habe sie ein bisschen vermisst. Die werde ich wieder ins Leben rufen. Denn ich habe mir gedacht, nur so nach den Credits so ein bisschen darüber reden, ist nicht so. Ich mache lieber ein komplett neues Video und rede richtig im Detail über die ganzen Spiele. Versuche die Reviews aber gleichzeitig auch so kurz wie möglich zu halten. Sprich, ich werde nur auf die Core-Elemente, wirklich auf die wichtigen Elemente des Spiels eingehen. Wie zum Beispiel Gameplay. Ganz wichtig. Grafik natürlich, Sound und alles mögliche. Wie bombastisch das Spiel ist und natürlich ganz, ganz, ganz wichtig, Spielspaß. Macht das Spiel Spaß. Lass das Gameplay scheiße sein. Lass die Grafik scheiße sein. Das Gameplay muss nicht wirklich passen, wie gerade gesagt, aber das Spiel muss Spaß machen. Und wenn es mir Spaß macht, dann kriegt das Spiel auch eine richtig, richtig gute Note. Ich werde jetzt hier keine Abzüge machen wie, oh, das gefällt mir nicht und hier gefällt mir eine kleine Sache nicht. Das wird nicht so kommen. Und natürlich, die Review wird natürlich auch ein komplett neues Intro haben. Und viel besser editiert sein. Und ich mache natürlich genau solche Faxen, wie ich hier in der Wochenvorschau schon mache. Und genau, box das Mikrofon um. Und ich hoffe, das Ganze wird euch gefallen. Ich habe schon richtig, richtig Lust darauf, denn es werden natürlich in dieser Zeit richtig viele Spiele kommen. Und wir werden richtig, richtig viel Gameplay haben. Und jetzt machen wir richtig, richtig, richtig weiter. Und zwar habe ich natürlich ein neues Banner, was jetzt live gegangen ist mit dieser Wochenvorschau. Seht ihr jetzt über mir, falls ihr in meinem Kanal guckt. Ansonsten klickt in den Kanal rein, schaut euch das Banner an. Ich finde es ziemlich nett. Und in der nächsten Zeit werde ich das Banner noch ein kleines bisschen ändern. Das heißt, es ist schon das finale Banner und es wird definitiv auch weiterhin so aussehen. Nur werde ich da eine kleine Sache hinzufügen, die ich gesehen habe. Aber dazu hatte ich nicht mehr Zeit, denn ich wollte das heute das Ganze starten. Und euch alle neuen Details verraten. Machen wir weiter. Neues Logo, ganz klar, seht ihr natürlich im Banner. Das wird mein Logo sein. Ich habe nicht irgendwie einen Designer genommen oder was. Ich habe das Ganze selber gemacht. Sieht man auch, finde ich, ob es gut oder schlecht ist. Ihr könnt es entscheiden. Ich finde, es ist super Bombe geworden. Natürlich, es ist jetzt nicht so der Blickfang wie vorher. Vorher hat man gesehen, bam, NG. Und jetzt sieht man halt Nerd Alert. Ne, Nerd Alert Games, so habe ich das gemacht, denn ich wollte so ein bisschen meinen Namen da drauf haben und nicht nur diese Buchstaben, das Ganze hat sich so ein bisschen verloren angefühlt, deshalb habe ich mir gedacht, okay, ich mache den kompletten Namen da rein und das sollte eigentlich so passen. Okay, was wird natürlich noch kommen? Ich habe mit den Livestreams angefangen und ich werde die Livestreams erstmal komplett in den Schatten stellen, sprich, ich werde die erstmal wegschieben, ich werde es diese Zeit nicht machen und mich voll auf YouTube fokussieren, so wie ich es immer bisher gemacht habe und ich finde, da war ich auch am besten. Das Ganze mit dem Livestream funktioniert, es funktioniert gut, aber ich möchte auch wirklich, dass es eine gute Erfahrung auch für euch ist und das kann ich momentan nicht wirklich garantieren, denn wie ihr in der Vergangenheit gesehen habt, irgendwie hat der Greenscreen nicht gepasst, da hat irgendwie das Licht scheiße gespielt und PC abgestürzt, da habe ich mir gedacht, okay, ich konzentriere mich nur auf YouTube, das funktioniert erstmal, aber in der nächsten Zeit werden Livestreams wieder kommen, die werden dann zweimal in der Woche kommen. Wann das Ganze passieren wird, dazu werde ich natürlich in der Wochenvorschau noch mehr Details verraten, aber die werden auf jeden Fall zurückkommen, wenn das Ganze wieder gefixt ist. Ansonsten 100% YouTube. Es sollte richtig, 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 richtig genial werden. Ich habe richtig, 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 richtig Bock auf das Wort richtig heute. Let's Play-Serien werden kommen.
Let's Play-Serien sind so Sachen wie zum Beispiel, wenn ihr richtig Bock auf ein Let's Play habt, wenn ihr so richtig sagt, das war geil, daraus könnte man eine richtig lange Multiplayer-Serie machen und mehrere Leute sind der Meinung, dann werde ich das Ganze auch für euch machen. Das ist gar kein Problem, ich werde jetzt nicht mich nur auf dieses Spiel konzentrieren und sagen, okay, ich habe es gespielt, bumm, Review dazu und weg mit dem Spiel. Nein, wenn es mir gut gefallen hat und euch gut gefallen hat und ihr lasst es mich natürlich auch in den Kommentaren wissen, werde ich dazu eine riesige Serie machen, die sich vielleicht über Wochen, Monate hinwegziehen kann und ihr könnt natürlich live dabei sein und mitbestimmen, was so abgeht. Und ich finde, das ist richtig genial eigentlich. Auf jeden Fall. Okay, genug davon. Das sind jetzt erstmal die Neuerungen, die ich so geplant habe. Gerade auch die redesignte Wochenvorschau. Ich finde das Ganze wirklich sehr schick und besser anzusehen als vorher, finde ich. Ansonsten werden wir natürlich noch die ganzen Let's Plays haben, die in der nächsten Zeit kommen werden. Und es wird wahnsinnig genial. Eine kleine Sache habe ich noch, es werden nochmal neue Let's Plays kommen. Darüber werde ich aber auch erst in den kommenden Wochenvorschauen reden, denn ich habe gedacht, ich kann heute schon darüber sprechen. Problem ist nur, mir fehlen ein paar kleine Sachen und ich kann nicht irgendwas versprechen, was ich im Endeffekt dann auch nicht einhalten kann. Also werde ich erstmal mich ein bisschen darüber geschlossen halten, was ich aber sagen kann, es wird auf jeden Fall ein neues System sein und seid auf jeden Fall gespannt, was da so kommen wird. Und machen wir am besten weiter mit den ganzen Spielen, denn ich habe Wochen, Monate lang eigentlich gar keine Wochen schon mehr gemacht. Wir haben natürlich einiges aufzuholen, aber ich werde genau da einsteigen, wo wir jetzt gerade sind. Und zwar The Last of Us Remastered habe ich gespielt und ich habe gerade die Hülle nicht parat. Gibt es doch gar nicht. Aber nichtsdestotrotz The Last of Us Remastered gespielt auf der PlayStation 4 und es ist natürlich die ultimative Version für The Last of Us. Falls ihr das Spiel noch nicht gespielt habt, unbedingt reinziehen. Es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel. Ich würde noch nicht mal sagen, dass es overhyped ist. Ich habe es jetzt zweimal durchgespielt. Es macht nach wie vor richtig viel Spaß. Man konnte sich richtig schön die ganzen HD-Texturen reinziehen. Und ich hatte irgendwie das Gefühl während des Let's Plays, dass das Ganze irgendwie super, super heftig brutal war. Brutaler noch als auf der PS3. Köpfe platzen irgendwie ab. Ich meine, das hatten wir auch schon vorher, aber es ist mir richtig, richtig aufgefallen. Natürlich, die haben sich da kein Bein ausgebrochen. Die haben da nicht irgendwas komplett redesigned oder neue Texturen drauf, sondern einfach nur in die PlayStation 4 rein. Das Ganze abgescaled, es sieht schärfer aus und es ist die Version, die man sich halt holen sollte. Ich persönlich bin immer noch der Meinung, man hätte The Last of Us 100 Pro auf der PS4 rausbringen können, aber natürlich denken die natürlich an Profit. Ist ganz klar, die meisten Leute haben eine PS3, deshalb werden die sich auch The Last of Us für die PS3 kaufen. Die PS4 hatte damals noch nicht jeder. Und das Geilste ist sowieso, die PS4 wurde, glaube ich, erstmal richtig, richtig vorrätig, so Mai, Juni die Ecke, da kam die langsam richtig in die Läden. Also wer am Start keine bekommen hatte, musste monatelang auf die nächste warten. Und ich finde, das ist wahnsinnig, wahnsinnig scheiße gewesen. Und ist klar, dass sie natürlich The Last of Us noch auf der PS3 rausbringen, genau am Höhepunkt der PS3-Ära, wenn schon alles abgeschlossen ist. Also ich kann euch The Last of Us für die PS4 auf jeden Fall empfehlen, auch für Fans, die es schon haben, holt es euch einfach, ihr könnt nichts falsch machen, es macht richtig viel Spaß und falls ihr Bock habt, es gibt natürlich auch noch einen Multiplayer. Mehr kann ich dazu nicht sagen, ich habe dafür so heftig drüber gesprochen, also unbedingt reinziehen, falls ihr es noch nicht gesehen habt und freut euch einfach mit dem Spiel, es ist einfach wahnsinnig genial. Okay, reden wir jetzt über die Sims. Sims 4, ich habe es gestartet, ich habe wenig Parts erstmal hochgeladen, denn ich muss das Ganze hier völlig kriegen, für euch natürlich, aber es wird mit Sims 4 weitergehen, denn Sims habe ich damals gespielt, sogar sehr viel, den ersten und den zweiten Teil, den dritten Teil habe ich komplett geskippt, den habe ich komplett an die Seite geschoben und gesagt, nope, so nicht, da habe ich irgendwie keinen Bock mehr drauf gehabt, aber mit Sims 4 habe ich mir gesagt, okay, ist draußen, schauen wir uns an, geben wir es dem einfach eine Chance und da sind nette kleine Features drin, die ich noch austesten muss, aber was ich bisher gesehen habe, ist das Core-Gameplay, was wir schon damals gesehen haben in Sims 1, Sims 2 und es macht nach wie vor Spaß. Wir bauen uns das ganze Haus zusammen, wir richten es schön ein, da kann man wirklich schon eine halbe Ewigkeit mit verbringen. Ich habe mein Charakterdesign komplett und der sieht ziemlich merkwürdig aus. Ich hätte eigentlich noch ein bisschen mehr ins Detail gehen können, aber habe mir gesagt, lassen wir so, ziehen wir einfach ins Haus ein, dekorieren das so ein bisschen. Ich habe mir da so ein Einsteigerhaus genommen, nichts irgendwie großartig, riesiges oder so. Muss einfach nicht sein. Und ich habe ein paar Sachen schon gebaut, aber ich bin noch nicht wirklich so weit. Habe jetzt erste Kontakte geknüpft und was ich so bisher gesehen habe, Grafik sieht relativ schick aus. Hätte vielleicht ein Ticken besser sein können, aber für Sims reicht das Ganze auf. Wir müssen nicht da irgendwelche Crysis hochaufgelösten, wunderbaren Texturen haben. Quatsch, das ist irgendwie so ein bisschen comic-mäßig gehalten, spaßig gehalten, das ist schon okay. Aber ich finde, ein bisschen hochschrauben hätte man das Ganze schon. Mein Computer schwitzt dabei gar nicht bei dem Spiel, aber nichtsdestotrotz, es macht wirklich, 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 wirklich viel Spaß. Also wer so richtig Bock hat auf richtig
eine kranke Lebenssimulation, denn das ist es eigentlich auch. Kann sich Sims auf jeden Fall holen, da ist immer, 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 immer was los und jedes Szenario ist anders, was man spielt. Man kann sich da verschiedene Leute ins Haus holen, was man machen will, es macht richtig viel Spaß. Und ich muss sagen, Sims, da denkt man so, oh, das ist irgendwie ein Spiel für Weiber und ich habe da irgendwie absolut keinen Bock drauf, ich will ballern, ballern, ballern. Gebt dem Spiel eine Chance, testet es irgendwo an, guckt mein Let's Play, falls ihr darauf Bock habt und lasst euch so ein bisschen reinziehen, denn es macht wirklich Spaß, glaubt mir das. Und natürlich, es ist ein Klassiker. Sims gibt es mittlerweile schon so lange und man muss Sims einfach mögen. Sims macht richtig viel Spaß und so wird es auch weiterhin bleiben. Okay, kommen wir jetzt zu dem Blockbuster-Action-Kracher schlechthin, nämlich Destiny. Destiny kommt morgen raus und ich werde es natürlich zocken. Ich habe schon richtig, richtig Lust darauf und kommt vorbei, schaut es euch einfach mit mir an. Ich werde das Spiel richtig auseinandernehmen. Und falls ihr Bock habt, mit mir zu zocken, ist gar kein Problem. Mein Gamertag ist, gute Frage, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber es müsste der gleiche sein wie auf der PS3. Also ist der gerade hier eingeblendet. Ansonsten steht der in der Beschreibung. Joint mir einfach, versucht mir hinterherzukommen irgendwie. Denn in dem Multiplayer von Destiny kann man ja natürlich immer irgendwie joinen. Da ist immer irgendjemand in der Welt. Das heißt, man ist nie wirklich alleine. Und ich habe schon immer gesagt, ich bin nicht der Fan von MMORPGs. Habe ich gesagt und ist immer noch der Fall. Ich habe WoW angefangen ganz kurz, habe dann wieder aufgehört und mir gedacht, nee, so langweilig. Ich muss sagen, ich bin mehr der Shooter-Fan. Ich liebe es, Dinge zu zerplatzen, Explosion und Bumm und Krach und Schießen. Und mit Destiny kriegen wir das Ganze. Wir kriegen heftige Kämpfe mit Waffen. Wir können uns komplett einkleiden. Wir haben Raids, so wie wir die aus WoW kennen. Wir haben riesigen Endgame-Content und noch so viel mehr, was es in Destiny natürlich zu entdecken gibt. Und natürlich, ich werde zu Destiny eine Mid-Review machen. Sprich, wenn ich so sage, okay, ich bin jetzt richtig tief im Spiel schon drin, werde ich eine kleine Review zu dem Spiel machen und euch natürlich sagen, lohnt sich Destiny, macht das richtig viel Spaß und ist das Ganze überhaupt richtig geil auf der PS4, denn das ist die Plattform, auf der ich mir das holen werde, habe ich es ja gerade schon mit dem Gamertag verraten und dann werden wir einfach mal schauen, wie das Ganze so werden wird. Aber nichtsdestotrotz, Destiny wird der Action-Kracher für die PS4 schlechthin, natürlich auch für die Xbox One, ja, ganz, ganz klar. Aber ich denke, man sollte sich das Spiel eher so ein bisschen mehr auf der PS4 angucken, denn wir kriegen Zusatz-Content. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass die Grafik natürlich auch ein Stückchen besser sein wird. Was ich jetzt nicht so toll finde, war auch schon in der Beta so, die wollen natürlich die Grafik pushen. Deshalb 1080p mit 30 Frames und bei Shootern bin ich persönlich der Meinung, 60 Frames top, muss sein, finde ich. Flüssiges Spielgefühl bei Shootern ist eigentlich ein Must-Have, muss man eigentlich haben. Ich kann mit den 30 Frames bei Destiny leben, das ist jetzt nicht so schlimm. Das Ganze muss man natürlich nicht verstecken, das Spiel sieht natürlich noch fantastisch aus und spielt sich auch gut. Aber die 30 Frames mehr nach oben wären schon nett gewesen. Ich hätte auch auf die Grafik verzichten können. Was ich natürlich auch mega schade finde, ist, dass das Spiel nicht für den PC erscheint. Das ist richtig mega hyper schade, um ehrlich zu sein. Denn da hätten wir auch nochmal richtig geile Grafik genießen können, hätten 60 Frames und was nicht alles. Nichtsdestotrotz, Destiny wird ein großartiges Spiel mit einer großartigen Grafik werden. Und wir werden auf jeden Fall sehen, wie das Ganze so werden wird. Ich bin richtig heftig gespannt. Und seid dabei, ich werde sofort starten, Destiny, wenn ich natürlich in die Finger bekomme, was irgendwann so abends sein wird. Das heißt, unbedingt Ausschau halten nach Destiny. Es wird der absolute Wahnsinn werden. Und wir werden richtig, richtig loslegen mit ganz vielen Parts. Also unbedingt dabei sein. Ich werde natürlich erstmal mit dem Livestream verzichten, wie ich es gesagt habe. Aber ansonsten wird Destiny komplett auf YouTube hochgekloppt werden. Seid dabei, jeder Part. Fieber mit mir mit, wie ich neue Ausrüstung finde, wie ich die ganze Welt überhaupt von Destiny entdecke und Raids mache und was nicht alles. Ich hab richtig, richtig Bock drauf. Und nicht vergessen, es werden wieder richtig viele Let's Plays kommen. Das Ganze wird erstmal natürlich warm laufen werden. Heute die Wochenvorschau ein bisschen kürzer, denn es gibt nicht wirklich so viel zu erzählen. Das Sommerloch ist natürlich jetzt weg. Wir steigen so langsam ein. Und natürlich Assassin's Creed kommt, Far Cry 4 kommt. Wir haben The Evil Within mit mich in der Hauptrolle. Ja, der Hauptcharakter heißt Sebastian. Ich heiße auch Sebastian. Also kann ich immer schön in dem Let's Play sagen, was ich natürlich zu The Evil Within machen werde. Ich gehe gerade dahin. Ich upgrade. Ich mache dies. Ich mache das. Sollte der absolute Hammer werden. Aber nichts. Nichtsdestotrotz, Leute, das soll es erstmal mit der Wochenvorschau gewesen sein. Wenn euch die neue redesignte Wochenvorschau gefallen hat, einfach mal vielleicht hier oder da. Ich glaube eher hier klicken oder vielleicht da klicken oder vielleicht ganz hier unten klicken, denn da kriegt ihr neue Infos zu allen neuen lustigen Sachen, wie zum Beispiel einer neuen Wochenvorschau oder einer alten Wochenvorschau. Je nachdem, was ihr euch angucken wollt. Und ich werde euch weiter verlinken zu den neuesten Let's Plays natürlich, wie ich es früher gemacht habe. Das heißt, klickt einfach hier, hier oder hier oder da oder hier oder da. Je nachdem, wo ich es hingemacht habe. Und ich sehe euch zu der nächsten Wochenvorschau. Danke fürs Zuschauen, Leute.
Bleibt auf jeden Fall am Ball. Es sollte richtig genial werden. Ich habe richtig Bock auf die neuen Let's Plays und auf diese Wochenvorschau. Und danke für euren riesigen Support. Schon über 2 Jahre ist es der absolute Wahnsinn. Wir sehen uns auf jeden Fall zu der nächsten Wochenvorschau und morgen zu Destiny und natürlich zu Sims. Danke für euren riesigen Support, Leute. Und es geht richtig, richtig weiter und los mit allen geilen Sachen, die bald kommen werden. Also danke für euren Support. Wir hören uns und sehen uns. Bye. Und natürlich könnt ihr jetzt hier klicken. Oder da klicken, oder da klicken. Gebe euch noch ein bisschen Zeit. Bisschen Zeit kriegt ihr noch. Machen wir ein bisschen Punches. Da, 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 da. Ihr könnt da klicken, klicken, klicken. Vielleicht auch nicht klicken. Vielleicht mache ich mich jetzt einfach nur so zum Affen. Okay, das soll's gewesen sein. Macht's gut. Bye.